Guten Abend bei Buten und Binnen. Wenn der Kulturstaatsminister seine Kasse öffnet und 35.000 Euro für einen Wellnessurlaub springen lässt, dann muss es die betreffende Person schon ganz schön nötig haben, hat sie auch. Insgesamt haben hartnäckige Bremer Hafener sogar 55.000 Euro zusammenbekommen, damit sich der Betreffende einmal rundherum erholen kann. Das Hotel möchten Sie jetzt sehen, dass derart teuer ist und die Person, die sich dort auf Bundeskosten einmal rundherum erholt. Die möchten Sie auch kennenlernen, mindestens die, stellt Ihnen Rainer Kaas nun vor. Wer heute Mittag auf dem Marktplatz von Bremerhaven stand, konnte beobachten, wie Werner Kirstein von der Baubehörde ein Foto nach dem anderen schoss. 2 Jahre hatte er den Abtransport des mehr als eine Tonne schweren Denkmals vorbereitet. Die Statue ist das Abbild einer wichtigen Person. Gehört aber trotzdem hierher. Ja, gehört hierher, hat die Stadt gegründet und ist eben ein Stadtgründer. Nicht? Verehrt hier? Er ist in Bremerhaven verehrt und das Denkmal wird immer gerne aufgesucht. Das Denkmal erinnert an den Bremer Politiker Johann Schmidt. Er lebte vor 200 Jahren. Was wissen Sie? Was ich davon weiß, dass das der Bürgermeister war von Bremen, der die Stadt Bremerhaven gegründet hat, um einen Hafen außerhalb zu bauen, weil die Weser versandet so langsam. Und deshalb hat man hier den Hafen gebaut und hat Bürgermeister Schmidt die Stadt gegründet. Das ist lange her ein Fall für eine Recherche im Staatsarchiv Bremen. Boris Löffler sucht uns etwas heraus über Bremen, Bremerhaven und den Stadtgründer Schmidt. Hier zum Beispiel findet er Einladungskarten zum Richtfest der ersten Hafenschleuse von Bremerhaven. Die wichtigen Leute sind eingeladen vom damaligen Bürgermeister. Bremerhaven ist ohne Johann Schmidt gar nicht denkbar. Er hat ja in den 1820er Jahren quasi die Gründung des Hafens, damals natürlich noch sehr kleinen Hafens, initiiert. Seitdem steht Schmidt im Bremer Rathaus als Hochglanzpolitiker, bis vor kurzem Historiker anmahnten, seine Schattenseiten zu thematisieren. Er hat veranlasst, dass die Juden nicht mehr in der Stadt Bremen leben durften, wie vor der Franzosenzeit ja bereits auch schon und wie in vielen oder in allermeisten anderen Städten ja ebenfalls üblich. Mhm. Insofern muss man seine Figur natürlich aus heutiger Sicht, muss man kritisch betrachten. Aber trotz Antisemitismusdebatte wurde Schmidts Denkmal gerade vom Bund der Status Denkmal von nationalem Interesse verliehen. Wichtige Voraussetzung dafür, dass 35.000 Euro aus Bundesmitteln fließen, damit die Statue heute zur Restauration abtransportiert werden konnte. Wenn Sie das jetzt so lange vorbereitet haben, haben Sie auch über Schmidt und den Antisemitismus diskutiert? Darüber haben wir nicht gesprochen. Es geht hier nur um die Reparatur und Instandsetzung und Sanierung des Denkmals. Ist das wichtig, bei so einer historischen Figur das aufzuarbeiten? Finde ich eigentlich nicht, dass man solche Sachen nicht mehr unbedingt groß ausbreiten muss. Die ist nun mal gewesen und irgendwo müssen wir mit der Geschichte leben. Die Zuschauer heute zeigten sich jedenfalls gerne und voller Zuwendung mit Schmidt. Einmal nochmal anfassen, bevor er abtransportiert wird von den Mitarbeitern der Berliner Spezialfirma. Wir werden aber dafür sorgen, dass mit ihm sorgsam umgegangen wird, sagt der Restaurator. Wir reinigen die jetzt, nehmen Schmutzkrusten ab, glätten die Oberfläche ganz leicht, belassen aber die historische Patina und tragen eine mikrokristalline Schutzwachs auf. Und das macht bringt eine Farbtiefe in die hellgrünen, rauen Bereiche und dann wird die insgesamt dunkelgrüner, seidig glänzender und die dunklen und hellen Bereiche passen sich ein bisschen an. Schon nächste Woche beginnen die Arbeiten am Denkmal Schmidt. Anfang September soll es wieder zurück sein auf dem Marktplatz in Bremerhaven.